Und ich frage mich, wie sehr möchte ich, dass das absolut ausartet, weil so ein bisschen reizvoll wäre es auch, wenn ich euch da quasi auch meine wissenschaftlichen Arbeiten bzw. die Ergebnisse daraus in das, was ich euch zu Douglasi erzähle, noch ein bisschen mit einfließen lasse. Das hätte ich schon Lust dran und deshalb ist das dann wieder mit einem gewissen Aufwand verbunden und deshalb geht es ein bisschen länger. Aber mal gucken. Oh, diesen Kommentar gibt es zweimal, das macht aber nichts. Dann möchte der Dodger irgendwelche Tipps zur Regenbekleidung. Wie schön, wenn du sowas wie im Stil der Schuhe machen könntest. Also die Schuhe gab es ja gerade letzte Woche. Oder geht's nur bei schönem Wetter in den Wald? Ja, hallo, ich habe schon zwei Videos im Regen gemacht. Beim einen hat der Regen relativ schnell wieder aufgehört, bei dem anderen Ding hocke ich die ganze Zeit da, eine Stunde, und es war kalt. Nö, ich gehe auch durchaus bei schlechtem Wetter in den Wald. Es ist nur ein Wahnsinnsaufwand, wenn man die Kamera Regen schützen muss, bis man dann den Regenschirm richtig an Stativ geklebt hat und solche Späße. Das ist einfach umständlich. Dann musst du dich halt irgendwo hinhocken und bist halt wirklich stationär. Kannst nicht mal kurz zur Seite gehen, wenn irgendwer mit dem Auto vorbeifährt und dich dumm anglotzt oder irgendwie so. Das mache ich normalerweise auch nicht, zumal kaum jemand mit dem Auto vorbeifährt und mich dumm anglotzt, aber ja, das ist halt aufwendig. Ich bin halt faul, was den technischen Aufwand für meine Videos angeht, falls euch das nicht aufgefallen ist. Ich vergesse ja auch regelmäßig, dass ich irgendwas verlinken wollte und vergesse es dann wieder beim Schnitt und so weiter. Also ich mache lieber viel, damit ich möglichst viel erzählt habe und halte den technischen Aufwand möglichst gering, damit ich wieder mehr erzählen kann. Also meine Zeit teile ich mir am liebsten so ein. So macht es mir am meisten Spaß. Ich habe immer das Gefühl, das ist irgendwie nicht so ganz optimal, aber ach, ihr guckt es ja trotzdem. Und das klang jetzt wieder arrogant. Ja, da war sie, die Arroganz. Ha! Regenbekleidung. Ich habe im Einsatz eben besagte, habe sie gerade eben erst erwähnt, uralte Gore-Tex-Jacke, die noch halbwegs dicht ist. Und ich habe die war damals sehr teuer und die ist immer noch auch ziemlich gut, muss ich sagen, Gore-Tex-Regenhose. Für so längere Touren und wenn es so richtig heftig regnet, schmeiße ich dann auch gerne den Bundeswehr-Poncho drüber. Warum ausgerechnet der Bundeswehr-Poncho? Der ist sauschwer für Trekkingtouren, deshalb eigentlich nicht geeignet. Aber ich mag das Teil einfach, das ist so eine emotionale Geschichte. Ne? Das ist wie mit Frauen. Die nerven auch, aber man mag sie trotzdem, gell? So. Also zu Regenklamotten. Meine normale Regenklamotte so für längere Touren und so weiter, das kann ich auch mal vorstellen, ja. Dann möchte der AK Echion. Irgendwann, du schreibst häufig dauernd Kommentare, also wirklich so richtig viele und ich frage mich jedes Mal, wie man dich eigentlich korrekt ausspricht. Hab diese Frage kürzlich schon unter einem anderen Video formuliert, wiederhole sie hier sicherheitshalber nochmal. Der OpenGL Forever hat in einem Kommentar die Wildschäden angesprochen, für die der Jäger aufkommen muss. Inwieweit ist das sinnvoll oder unsinnig oder seit wann ist das so geregelt und weshalb? In welchem Zusammenhang könnte man auch mal näher erläutern, ob, wie und aus welchem Grund sich die Jagd und damit die Rahmenbedingungen und Folgen in den letzten Jahrzehnten verändert haben. Das ist die Büchse der Pandora. Wenn du die Jagdbüchse aufmachst, fliegen dir die Kugeln um die Ohren. Ich muss jetzt an dieser Stelle mal den Akku wechseln und trinke noch mal einen Schluck Wasser. So, das wäre erledigt. Ja, also Jagdthemen, da muss man ja immer ganz, 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 ganz vorsichtig sein. Was ich bisher an Jagdvideos gemacht habe, hat auch, das war zu erwarten, und da würde ich mich eigentlich fast schon nicht beschweren, was völlig sinnlos wäre, relativ viele Daumen runter bekommen. Ist immer so ein bisschen schwierig. Also gerade jetzt zu der Wildschadensdebatte. Es gibt Wildschäden, so viel sind wir uns sicher. Wie diese jetzt genau zu ermitteln sind und zu bewerten sind, das ist wahnsinnig umstritten. Und dann ist wieder die Frage, inwiefern denn jetzt die Rechtslage eigentlich wirklich vorsieht, dass Jäger das dann ausgleichen müssen, solche Schäden bezahlen. Das ist auch alles andere als unumstritten. Eigentlich ist bei der ganzen Debatte alles umstritten. Und ja, klar, ich kann da was zu erzählen. Und ich habe dazu auch schon die Ben-Version eines Skriptes mit ein paar Anhaltspunkten gemacht. In manchen komplexen Videos verwende ich ja mal sowas hin und wieder, das ist eher die Ausnahme. Genau genommen ist es eigentlich sehr selten, aber für diesen Zweck habe ich mal tatsächlich was.
wollte das Ganze auch schon drehen, dann kam aber irgendein anderes Thema, auf das ich gerade mehr Lust hatte, und dann kam wieder ein anderes Thema, auf das ich mehr Lust hatte. Das Ding liegt jetzt seit 3 Wochen oder was auf meinem Schreibtisch rum, also auf meinem digitalen Schreibtisch, Computer. Ne? Und ja, da kommt jetzt dann demnächst mal was. Ich frage mich halt, ob das viele Leute interessiert. Das ist dann auch manchmal so ein Gedanke, wenn es so Themen gibt, die zwar an sich interessant und kontrovers sind, die aber so speziell sind, wie jetzt eben die Frage der Bemessungsgrundlage von Wildschäden und wie diese berechnet werden und was da so die genauen Hintergründe sind. Das hatte ich nämlich wirklich als ganz detailliertes Video geplant. Da frage ich mich, interessiert das überhaupt irgendwen außer denjenigen, der gefragt hat? Ja. Ich mache das noch, vielleicht auch schon sehr bald, und ja, so ein kleines bisschen habe ich schon den Anspruch, dass es nicht wieder ein paar Videos gibt, die dann nur 100 Aufrufe innerhalb von einem Jahr kriegen. Da habe ich so ein ganz paar von denen, also mittlerweile sind es auch keine 100 mehr, aber das hat schon lange gedauert, bis die sich überhaupt mal irgendjemand angeguckt hat, und ich habe keine Ahnung bis heute nicht, woran das eigentlich liegt, und ich will die Dali jetzt auch nicht beim Namen nennen, das ist nämlich peinlich. So, Jagdgeschichte ist ein Teil der Forstgeschichte. Da ihr wisst, wie langsam ich mit der Forstgeschichte vorwärts komme, könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wie lange es noch dauern wird, bis wir bei der Jagdgeschichte ankommen. Wie gesagt, ich habe noch Themenideen noch und nöcher. Das wird hier noch eine Weile dauern, bis wir alles durchgekaut haben, was wir mal durchkauen müssen. Ihr könnt das Ganze beschleunigen, wenn ihr studiert. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das stellt dich erstmal zufrieden. Wie gesagt, es gibt da halt noch ein Video, sonst würde ich jetzt noch ein paar mehr Details erzählen, aber kommt. So, dann möchte Forest Fire Camper, sag mal, Ben, zum Thema Baumfällen. Wäre es nicht besser, wenn man auch den Baumstumpf mit Wurzel herausziehen würde? Klar geht das nicht, aber der Baum ist ja sowieso tot. Und warum eigentlich lange Baumstümpfe in den Wald? Der Boden wird aufgelockert und neue Bäume können dort wieder wachsen. Yo, das ist was, wo sich die Schweden und die Deutschen gegenseitig mit Kettensägen duellieren. Eher mehr so mit Harvester-Schwertern. Also das Ding, was da am Harvester quasi den Baum abschneidet, ist das Schwert am Fellkopf. Wie auch immer, ja, das ist halt enorm umstritten, ob man das machen soll. Die Schweden bzw. die Skandinaven, ich glaube, die anderen machen das auch mehr oder weniger oder denken da zumindest drüber nach, die finden das sinnvoll, aus den von dir genannten Gründen. Ja, man hat auch noch mehr Holz, und wenn man den Baum ohnehin gefällt hat, dann kann man doch eigentlich das da auch gleich noch mitnutzen. Argument dagegen aus deutscher Seite, erstens mal sind die enormen Flurschäden, weil man damit den kompletten Waldboden umgraben würde, wenn man die alle wirklich maschinell rausreißt. Gleichzeitig, da wo die Maschine, die das rausreißt, steht, gibt es enorme Bodenverdichtungen, weil wenn die an dem Ding da zieht, drückt sie sich ja gleichzeitig weiter in den Boden rein, und es entstehen also wirklich Schlachtfelder. Ist das Resultat des Ganzen. Vielleicht kann man das in Skandinavien machen, wo jenseits von allem, das dann niemanden stört, außer den einen Wanderer, der da einmal im Jahr vielleicht durchläuft. In Deutschland ist das einfach aus technischen, ist bald ästhetischen Gründen schon nicht machbar. Das wäre wirklich, das sähe unglaublich aus. wir haben ja jetzt schon genug Schäden durch die Holzernte am Boden und am Waldboden, ja, Schneisen im Wald und solche Sachen. Es geht nicht ohne, das ist ja auch was, was viel kommentiert wird, und ich muss mich dazu irgendwann nochmal äußern. Ich habe da ja schon mal so eine ganz lange Waldfragestunde dazu gemacht, auch ohne Punkt und Komma und ohne Schnitt und ohne alles. Ja. Zweiter Punkt ist der Nährstoffexport. Dazu gibt es auch ein Video von mir, mal Nährstoffexport, mal im Wald, Google-Suche, YouTube-Suche, findet ihr dann auch. Das ist auch das, wo ich im Regen hocke, habe ich auch schon erwähnt. Da wird das Thema auch angesprochen, nämlich eben Nährstoffexport. Das sind halt jede Menge Nährstoffe, die in der Wurzel sitzen, die, wenn man die Wurzel im Boden lässt, wieder verrotten und wieder im Boden dann damit verfügbar sind. Und die nächste Pflanze, die da wächst, hat die Nährstoffe wieder zur Verfügung. In nährstoffarmen Böden würden die völlig auslaugen, wenn man die Wurzel mit rausreißt. Es gibt Böden, da würde das der Boden verkraften. Das gibt's auch, will ich nicht lügen.
da könnte man es dann ökologisch gesehen jetzt so rein vom Stoffhaushalt des Waldbodens her machen, aber auch da hat man dann wieder ein Riesenchaos, wenn man diese Baumwurzeln rausreißt. Und warum werden die in so hoher Höhe stehen gelassen? Das hat arbeitssicherheitstechnische Gründe. Weder der Harvester kann die Dinger so weit unten anpacken, dass er sie wirklich quasi plan mit dem Boden abschneidet, weil da ist einfach das Risiko, dass da was kaputt geht, viel zu hoch. Da werden die Reparaturkosten quasi oder die Kosten der technischen Umsetzbarkeit, nennen wir es einfach mal so, werden höher als das bisschen, was man zusätzlich einnimmt durch das bisschen mehr Holz, was man dann abbekommt. Und wenn es der Waldarbeiter ganz, ganz, ganz unten macht, dann steigt für ihn das Verletzungsrisiko schlicht und ergreifend. Wir sind einen kleinen Ticken gefährlicher. Und das Bäume fällen ist schon, also gerade das Motto manuelle, also mit der Kettensäge, das heißt Motto manuell, ist schon gefährlich genug. Jo. Wie alt bist du? Das ist einfach, 31. Lalelu wollte das wissen. Lalelu scheint ein Pferd zu besitzen. Ich mag Pferde. Ich kann auch reiten. Also theoretisch. Hab schon ewig nicht mehr gemacht, aber ich konnte das mal. Die Outdoor-Laus. Also ich vermute mal, die Outdoor-Laus ist zwar männlich, aber das hat die war jetzt nicht. Gott, was laber ich. Du nimmst mir hoffentlich nicht übel. So, hi Ben. Haben Obstbäume im Wald eine Chance zu wachsen und zu überleben oder sind da die Kiefern und Fichten und so weiter zu stark? Hast du mal ein Beispiel mit der Birke erzählt? Würde mich mal interessieren. Nein. Beziehungsweise darf dich interessieren, aber Antwort auf deine Frage ist nein. Ein Obstbaum ist ja eine züchterische Veränderung. Man hat also so lange Bäume genommen, die genetisch auf die Produktion von Früchten, Obst, spezialisiert gewesen sind, irgendwie ein bisschen prädestiniert, die aus irgendwelchen Gründen ein kleines bisschen größere Äpfelchen dran gehabt haben. Der Wildapfel, der Malus silvestris heißt er, glaube ich. Oder Malus silvatic, nee, silvestris. Der ist quasi ungenießbar. Das ist die Urform unseres Kulturapfelbaums, der halt eben diese großen, für die meisten Leute als lecker empfundenen Früchte trägt. Ich bin nicht so der Obstfreund, ich bin ein schlechter Mensch. Der ist halt wahnsinnig spezialisiert worden. Das ist das gleiche mit irgendwelchen Hunderassen. Ne? Der Dackel. Wenn der Wolf einem Dackel begegnet, dann lacht sich der Wolf schlapp. Aber der Dackel ist spezialisiert worden für uns für einen bestimmten Zweck, nämlich die Baujagd. Dass der in den Bau reingeht und da was rausjagt. Ist ein Jagdhund, auch wenn er völlig lächerlich aussieht. Klar, auch irgendwie wieder sympathisch. Ich will jetzt keinen Dackelliebhaber hier irgendwie angreifen und so weiter. Aber aus Sicht dessen, was der mal gewesen ist, sieht er lächerlich aus. Und so ähnlich ist das mit den Obstbäumen. Die sind spezialisiert darauf, dass sie Obst produzieren. Die können nichts anderes. Die werden nicht alt. Obstbäume sterben immer relativ jung. Wenn ihr so einen Teil auf eurem Acker stehen habt und euer Vater hat es gepflanzt, kann es gut sein, dass ihr irgendwann das Ding umsägen müsst, weil die halt eben keine 100 Jahre alt werden. Oder höchstens mal 100 Jahre und dann sieht es aber schon langsam zappenduster aus. Spezialisiert, Fruchterzeugung, alles andere wurde vernachlässigt und man hat immer bei der Züchtung immer nur drauf geguckt, macht er noch größere Äpfel, macht er noch leckere Äpfel und alles andere hat man einfach vernachlässigt. Das ist auch wahnsinnig schwierig, in mehrere Richtungen gleichzeitig zu züchten. Das haben die Römer unbewusst bei dem Maroni so ein bisschen getan. Die standen ja tatsächlich schon fast so in so ein bisschen waldartigen Strukturen, beziehungsweise die jetzt in Deutschland vorkommenden Maroni. Das ist so eine Art Rückentwicklung der in Italien als Obstbaum kultivierten Edelkastanie, heißt ja der Baum dazu, Exemplare. Die sind da ja rein auf die Produktion von Kastanien ausgelegt. Das sind dann auch so richtig große Dinger. Die man hier in Deutschland findet, sind in der Regel erheblich kleiner als die italienischen, weil das Ding wieder zum Waldbaum sich zurückdifferenziert hat, sozusagen. Also ein bisschen weg von dem reinen Fruchtgenuss-Spezialisierung hin zum Überleben im Verband, im Ökosystem. Denn ein Obstacker, eine Streuobstwiese, ist ja für den Baum absolut optimales Ökosystem, weil die so weit auseinanderstehen, dass der null und überhaupt gar keine Konkurrenz durch andere Pflanzen hat. Weil das Gras, was unter ihm wächst, ist ihm egal. Ja, lang, hoffe ich. Wenn nicht, frag mich woanders nochmal. Magst du Motorräder?
Das will Kerry Bonane. Bonane? Bonane? Frage ich mich auch häufig, wenn man dich ausspricht. Du bist ja auch schon ganz lange dabei. Naja, nein, ich mag keine Motorräder. Auch wenn ich Leute kenne, die Motorräder mögen. Und das führt gelegentlich zu Konflikten. Ich finde das einfach grauenhaft, dass man mit so einer Scheißmaschine in der Gegend rumheizt, sich dabei dann auch noch toll fühlt, weil man in der Lage ist, fossile Energieträger durch das Drehen des Handgelenkes zu verbrennen und sich dabei irgendwie männlich vorkommt, dass man das dann besonders schnell machen muss und besonders auffällig irgendwo durch die Gegend heizen. Das gleiche mit irgendwelchen Sportwägen oder Leuten, die aus irgendwelchen bescheuerten Gründen zu viel Gas geben und sich einfach toll fühlen. Seht mich an, ich habe einen Sack, der ist 5 Meter lang oder groß oder breit, was auch immer. Ich bin in der Lage, ein Gaspedal zu bedienen. Was bin ich für ein Held? Ich hasse das. Ich hasse das. Ah! Nein. Grr. Könnte man sich aufregen. Nee, wirklich nicht. Jeder Idiot kann ein verdammtes Gaspedal bedienen. Du bist nicht wahnsinnig toll, weil du in der Lage bist, mit sowas Lärm zu produzieren. Nein. Oh, manche Geschlechtsgenossen. Jetzt weiß man auch wieder, warum Kriege geführt werden. Walter Waldschratt. Achso, halt, nein, Entschuldigung, da geht's ja noch weiter. Was hältst du von der 2-Meter-Regel? Ich gehe mal davon aus, das bezieht sich auf das Verbot des Mountainbike-Fahrens in Baden-Württemberg auf Wegen von einer Breite unter 2 Meter. Boah, das hat man mal irgendwann so beschlossen, weil bei uns die Wanderlobby stärker ist als die Mountainbiker-Lobby. Ganz viel Lobbyismus bei sowas dabei. Es gibt jetzt... Ich mache dazu in Kürze noch ein Video, deshalb jetzt nur ganz kurz. Das Problem ist, dass der Wanderer für seine Wandertätigkeit gerne Ruhe hat. Das heißt, das ist ein Problem, ist jetzt falsch gesagt, aber das ist halt eben nur mal eine Tatsache. Und das ist eine langsame Fortbewegung und das soll es auch sein. Das ist dem Wanderer wichtig, dass er gemütlich und langsam vorwärts kommt, während sich die Landschaft um ihn herum, die er sich anguckt, langsam verändert. Und in diesem doch harmonische, entspannte Fortbewegung kommt dann so einer rein, der... Und dabei noch, man muss enorm aufpassen muss, dass dieser Bzumm einen nicht über den Haufen fährt. Das ist unbeliebt, wenn man Wanderer ist. Das geht mir in dem Moment, wo so einer Bzumm macht, nicht anders. Grundsätzlich mag ich Fahrräder und bin viel Fahrrad gefahren im Laufe meines Lebens. Ich habe mir aber nie getraut, jetzt irgendwelche Downhill-Strecken oder ähnliches runterzusausen und war auch nie der mit Protektoren unterwegs Mountainbiker. Beziehungsweise, als ich früher, ganz früher, mit meinen Kumpels dann im Wald unterwegs war, auch mit dem Fahrrad und die dann den Weg runter, als gäbe es keinen Morgen mehr, weil sind halt Jungs, die machen sowas, haben dabei noch keinen Helm auf. Wenn sie jemals runtergeflogen wären, wären sie wahrscheinlich tot, aber so macht man das halt. Ich war dann immer ein bisschen vorsichtiger und bin dann langsam gefahren und hatte immer im Hinterkopf, wenn du jetzt runterfällst, das machst du nur einmal. Deshalb habe ich mich da etwas zurückgehalten. Ja, entsprechend, das ist so der Hauptkonflikt. Die 2-Meter-Regel hat also wirklich nur die Ursache, dass da die Wanderlobby... zum Teil sicherlich in persona der Schwarzwaldverein einen gewissen Einfluss auf diese Regelung gehabt haben wird. Alles weitere im entsprechenden Video. Machst du auch mal ein Video über Baumparasiten? Ungern. Ganz ungern. Regnet's? Noch nicht wirklich. Dinge, die ich ja nicht so gut kann, sind halt eben gerade sowas, so die ganzen Baumkrankheiten und so weiter, da kenne ich mich sehr wenig aus. Ganz grundlegende Grundlagen mache ich dazu auch mal, allein weil ich mich selber in dem Bereich mal ein bisschen weiterbilden sollte und dann kann ich es euch genauso gut auch gleich erzählen. Das wird aber noch eine Weile dauern, bis mir die angenehmen Themen ausgehen. Nein, aber ich mache ja hin und wieder immer mal wieder so... Ja, was zwischendurch, was so ein Thema ist, wo ich wirklich viel recherchieren muss und meine Probleme mit habe. Irgendeins dieser Themen, jetzt kicke ich hier schon mein Stativ, wird das sein. Wird also auch eben dann um, ja, die Baumkrankheiten im weiteren Sinne, nennen wir es mal, gehen. So, dann möchte Walter Waldschratt wissen, Servus, gehst du jede Woche spazieren oder wandern? Ja, ja, ich gehe so alle 3 Tage mindestens so irgendwas um die 5 bis 10 Kilometer und irgendwas Größeres, also dann wirklich so eine richtig längere Tour, Tagestour oder irgendwie sowas, habe ich jetzt eine Zeit lang nicht mehr gemacht, wird mal wieder dringend
nötig sein demnächst. Kann ich schwer sagen, wie oft ich das dann genau mache. Zurzeit schlafe ich auch nicht so viel draußen, das sollte ich auch mal wieder intensivieren. Ist in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen. Aber normalerweise so alle paar Wochen halt. So. Dann Tagestour, wahrscheinlich dann meist auch oft mit Übernachtung, also 2 Tagestour und dann wieder zurück. Gia Schlossmühle. Hallo Ben, machst immer sehr informative Videos und hör dir gerne zu. Hast du zufällig einen Buchtipp über Bäume, Wald generell? Was kannst du empfehlen? Schöne Grüße aus Österreich, Martin. Habe ich schon diverse Bücher vorgestellt, größtenteils Bestimmungsbücher, ein allgemeines zu Pflanzenleben, so ein bisschen Pflanzenkunde im Walde, Forstbotanik, findest du alle in meiner Playlist Ausrüstung. Da sind die ganzen Bücher mit dabei und demnächst gibt es dann auch nochmal eins, glaube ich. Ich habe da gerade sowas in Aussicht, wo ich drüber nachdenke. Ah, und was ich auch unbedingt mal machen muss, ich komme momentan noch nicht dazu, aber das ist auch auf der langen Liste meiner eigenen Ideen. Es gibt ja noch eine lange Liste eurer Ideen. Die Bücher von Peter Wohleben, wem das was sagt, die wollte ich mir auch alle mal zu Gemüte ziehen und werde dann dazu auch meine Meinung sagen. Das wird dem Herrn Wohleben vielleicht nicht unbedingt immer hundertprozentig gefallen. Aber wir haben ja was gemeinsam. Wir sind die beiden Forstmenschen, die in der Öffentlichkeit einigermaßen präsent sind. Also außer dem Peter Wohleben und mir gibt es da gar nicht mehr so viele. Das ist peinlich. So, Zuckerwatte Wolf. Servus. Wann ist ein Käfernest ein Käfernest? Also das Ding mit den kaputten Fichten. Und was sollte man damit machen und was muss man damit machen im eigenen Waldstück? Nachbarschaftsstreittechnisch ist eine Ansteckgefahr noch präsent. Forstwirtschaftstechnisch eh schon zu spät. Naturschutztechnisch ist doch schön so. Verspecht, Sperling, Scouts, Kleiber, Wildbienen, das ganze Baumgepilze und so. Dankeschön, Ausrufezeichen und so weiter. Liebe Grüße, PS, okay, seltsame Formulierung der einleitenden Frage. Stimmt, aber finde ich toll. Käfernest, auch Käferloch genannt, ist ein einzelnes, mehr oder weniger rundes Areal von Borkenkäfer befallenen Fichten innerhalb eines Waldes, meistens dann eines Fichtenwaldes. Da ist halt ein Baum so richtig krass befallen worden und von diesem einen Baum ausgehend breitet sich jetzt der Käfer in alle Richtungen aus. Das bemerkt man dann irgendwann spätestens, wenn es wirklich so eine kreisrunde Fläche ist, die Bäume hat, die Nadeln verlieren. Spätestens dann, vorher werden sie, vergilben sie auch so ein bisschen. Und ja, dann sollte man, was war jetzt deine ganzen Fragen? Was muss man damit machen im eigenen Waldstück? Fällen. Fällen und entrinden und entsprechend dafür sorgen, dass sich der Käfer nicht weiter ausbreitet. Allerdings gibt es in den meisten Bundesländern in so einem Fall dann irgendeine Entschädigung, weil du da nichts dafür kannst, dass du jetzt deine ganzen Bäume umschneiden musst, in Anführungszeichen. Und dann wirst du in irgendeiner Form entschädigt, weil das halt eine Waldschutzmaßnahme für den ganzen Bestand ist, die dummerweise auf deinem kleinen privaten Stückchen stattfinden muss. In der Regel ist es so, dass man es halt eben fällen muss. Kann sein, dass es tatsächlich echt schon so zu spät ist, dass es egal ist. Schwierig. Kommt auf den Einzelfall an. Ganz schwierig zu verallgemeinern. Forstwirtschaftstechnisch eh schon zu spät. Ja gut, wenn der Käfer ausgeflogen ist, ist es im Prinzip egal, aber die Bäume sterben danach dann sowieso ab. Und je länger der Baum tot rumsteht, desto weniger ist er wert. Also dann lieber auch wieder gleich fällen und gleich verhökern. Naturschutztechnisch. Das ist natürlich dann wieder ein anderer Aspekt. Wenn du dich tatsächlich wenn man sich in einem Großschutzgebiet befindet oder in der Nähe eines Großschutzgebietes oder die umliegenden Waldbesitzer nichts dagegen haben, dann kann man natürlich auch sagen, man lässt das tatsächlich als Habitatfläche stehen für eben die genannten Tierarten. Übrigens äußerst kompetent besagte Tierarten. Ja.
dem habe ich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Wir haben ja oben auf dem Schwarzwald sogar noch den 3-Zehen-Specht, ganz prominenter Specht. Ja, Baumpilze und so, klar, das kann man schon machen. Ich kenne wenig Privatwaldbesitzer, die sich da ein Biotop anlegen in ihrem Privatwald. Weil es ist halt schon so eine gewisse finanzielle Absicherung für die Zukunft, wenn man mal ein Haus bauen möchte. Oder wenn, ich habe das ja schon mal im Beispiel gebracht, die Tochter heiratet und man die Aussteuer bezahlen muss für die Hochzeit, weil die irgendwie Traumhochzeit haben möchte und so ein Scheiß. Ja. Mir wird übrigens langsam kalt, weshalb ich hier gelegentlich diesen mache und solche Späße. Ich hoffe, das reicht dir. Also in der Regel wirst du sie wahrscheinlich fällen müssen. Nicht, wenn dein Wald so riesig ist, dass eine Gefährdung angrenzender Gebiete ausgeschlossen ist. Dann musst du erst was fällen, wenn sich's quasi wirklich in deinem Wald so weit ausgebreitet hat, dass es an die angrenzenden Gebiete dann irgendwie für die angrenzenden Gebiete interessant wird.